Ich bin Colin Ketchup und bin 1,86 groß. Guck mal, dieser Fluss, wie schön der ist, so super klar. Und hier werden wir angeln, oder Colin? Colin hat nicht gesagt, wir dürfen auf keinen Fall sagen, dass wir hier angeln, weil das einem anderen Verein gehört. Genau, aber wir dürfen dort angeln. 20 Meter Fußweg, Victor, geht das noch für dich? Oder klar, Mann. Sollen wir hier direkt die Trage holen? Möchtest du einen Nackenklatscher? Was hältst du davon? Leute, wir machen was ganz Krasses. Nämlich, es ist, glaube ich, jetzt 6 Jahre her, als ich das letzte Mal diesen Fisch gefangen habe, den wir heute fangen, mit der Methode, die wir heute versuchen. Wir angeln quasi auf den geilsten Friedfisch in Deutschland, finde ich. Findest du auch? Die Fliegenfischer sagen immer, der Bonefisch des armen Mannes. Genau. Brassen. Nein, Spaß. Also wirklich, wirklich geil. Ich finde, der stärkste Fisch. Moment, ich will noch ein bisschen Spannung aufbauen. Er sieht geil aus. Richtig torpedoartig. Ja, so richtig wie so ein dreieckiger Körper, mit dem man im Grund stehen kann. Unterständiges Maul. Ja, und das Geile ist, man kann ihn natürlich auch mit, sagen wir mal, mit Käse, Mahn, Würmern fangen und so weiter. Das ist halt ein Friedfisch. Aber man kann ihn auch mit Kunstködern fangen. Und das werden wir nicht heute machen. Im flachen, glasklaren Wasser. Auf Sicht, ich finde, es ist einfach geil. Das ist eins der geilsten Sachen, die es überhaupt gibt. Es ist unfassbar heiß, Leute. Zum Baden auf jeden Fall. Aber es heißt halt nicht, ich gehe baden, sondern ich gehe angeln. Mal Leute, da ist schon einer. Siehst du? Da. Ich habe auch noch keine Pullbrille auf. Wo ist der? Da. Oder ist das eine Barbe? Oh ja. Ich finde, dass es der zweitgeilste Friedfisch ist. Und wir sollten den zweitgeilsten Friedfrisch auffangen. Na, der Döbel, oder wie hier Eitel, Übersetzung, muss man Untertitel machen, Eitel. Schon auf jeden Fall ein toller Sportfisch. Aber lass uns mal den Topspot gehen direkt. Wir sind noch nicht mal richtig angekommen und sehen schon die ersten Barben. Warum diese Fliegenfischer immer sozusagen, die gucken lieber und spazieren lieber als zu angeln. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Ja, ich habe mal ein Video gemacht. So, also erstmal wurde ich angezeigt in Bayern wegen Catch and Release. So. Hab meine 500 € Strafe bezahlt. Haben sie sich gefreut. Dann habe ich ein Video gemacht, wo wir alles totgeknüppelt haben, wie es sozusagen das bayerische Landesfischereigesetz möchte. So, das waren so nicht gut. Da haben sie dann gesagt, ah nee und so. Und da haben sie nämlich andere Sachen gesucht, die sie uns sozusagen anhängen können. Ich liebe das Ministerium in München. Die sind ganz korrekt immer. Wir haben überhaupt kein Ego-Problem. Aber das sieht doch nach einem geilen Spot aus. Definitiv. Auf jeden Fall in dieser Querströmung da hinten, da wird sich ordentlich was tummeln. Man hat hier ist übrigens das einzigste Gewässer, ein Zige. Gewässer, ja. Wo ich schon mal eine Barbe steigen sehen habe auf eine Trockenfliege. Ich glaube, das gibt es noch nicht auf YouTube. Angeln wir jetzt hier auch? Nein, wir gehen direkt zum Topspot. Und das sind nur noch 5 bis 2000 Meter. Na los, gut. Leute, wir haben einen Spot gefunden, da ist wirklich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boah. 9. Oh, Alter, hier vorne auch noch. Die war auch ordentlich. Angeln wir jetzt hier? Kurze Frage. Also wenn das unbedingt sein muss, würde ich mich dafür breitschlagen lassen. Wirklich? Ja. Okay, aber wenn, du kannst auch sagen, wenn wir erst den anderen Hotspot, also ich weiß nicht, wie hot der noch sein soll. Hast du gesehen, wie groß die ist, die sich abtreiben hat lassen? Die war 60 plus eher 70. Ja, würde ich sagen. Schritt für Schritt jetzt. Erst runtergehen oder erst die Sachen zusammenbasteln? Runtergehen, dann zusammenbasteln, weil dann die Fische wieder Ruhe. Junge, was ist das für ein Ringelnatter? Das ist ein Ringelnatter. Hier siehst du an den gelben Punkten hinterm Kopf. Da muss ich sie festhalten, weil sonst kann sie mich beißen. Und das ist ja heftig. Wenn sie stärker wäre. Junge, wie hast du sie einfach so wie im Film gegriffen? Oder woher wusstest du das? Ich bin ein Dorfkind. Alter, das ist krass. So dicht habe ich noch nie eine Schlange gesehen. Das ist schon ein bisschen gruselig. Boah, fühlt das sich gut an. Und riechst du das? Wie, wonach riecht das? Nach Gift oder was? Das ist Urin, weil die hat mich angeschissen. Ich rieche das auch. Ja. Boah, das ist eklig. Soll ich sie wieder freilassen? Boah, ja. Es ist ekelhaft. Das hätte er mir vorher sagen sollen, als ich die hinten am Arsch gekrault habe. Boah, Alter. Und die Barben wahrscheinlich alle weg jetzt, oder? Ein kleines Insekt. Was haben wir da? Da? So? Wir müssen uns konzentrieren bitte jetzt wieder. Da vorne sind die Barben. Richtig. Was ist die Strategie? Weil es klingt jetzt einfach rin und hoffen, was passiert, aber... Was passiert, wenn wir erst eine kleine fangen? Sind dann die anderen alle gespookt? Oh, also sprich, versuchen wir direkt die große anzuschmeißen, sodass die kleinen nicht hinkommen? Also, tatsächlich haben wir einen echt super guten Barbenbestand. Die werden einfach tolle Ruhe gelassen. Solange nur ein Spinnfischergewässer, Spinnfischer kann eigentlich keine Barbe fangen, weil es mal weniger auf Gummi, aber eher nicht. Und das Schöne ist, auf eine Barbe ernährt sich hauptsächlich von Insekten. Insekten, die unter den Steinen kleben. Und wir als Fliegenfischer mit den Insekten, deswegen haben wir eigentlich schon relativ gute Chancen. Und trotzdem ist es nicht so, dass man jede Barbe, die man sieht, auch fängt. Wie zum Beispiel beim Barschangel oder Bachforellen, die beißen oft mal schneller drauf. Sondern die sind schon auch irgendwie tricky.
die haben so ein unterständiges Maul, also die suchen wirklich den ganzen Tag am Boden nach Insekten ab. Das heißt, wenn du jetzt hier mit deiner Trockenfliege oder einer Nymphe, die nicht wirklich die ganze Zeit am Grund ist, lang treibst, dann sieht ihr das gar nicht und frisst es gar nicht. Zusätzlich haben Barben noch relativ schlechte Augen, sehen also nichts, lassen sich mit Käse und Tauben super fangen, weil die das riechen. Sowas haben wir beim Fliegenfischen nicht, da ist kein Geruch dabei. Noch nicht, vielleicht der Fischfuß ja mal Fliegen mit Geruch. Das heißt, wir müssen sehr, sehr nah an das Barbenmaul ran, also sehr, sehr gezielt und gut werfen. Wenn wir am Grund sind, haben wir oft Hänger, das müssen wir probieren zu verhindern. Und dann, sobald der Biss kommt, steht uns eigentlich nichts mehr im Wege. Und die Barben sehr, sehr weiches Saugmaul, also nicht zu hart drillen, aber ihr schon geben, bevor sie die Äste will. Ich würde sagen, das probieren wir jetzt mal. Junge, das war ein krasser Monolog, oder? Könnt ihr mal zurückspulen und gucken, wie viele Sekunden, Minuten er ohne quasi atmen das referiert hat. Das Guide-Syndrom. Er guidet hier auch in dem Gewässer übrigens, Leute. Für Flywiz. Genau. Das heißt, er sozusagen ist der, wie sagt man? Der Dienstleister. Genau, der Sklave. Also was haben wir gesagt? Wir müssen fett am Grund kommen. Das heißt, wir brauchen sehr, sehr schwere Köder. Um am Grund zu angeln, nehmen wir immer Nymphen. Also wir angeln sehr, sehr viel mit Nymphe auf Barbe. Ich kann gleich nochmal einen Stein umdrehen und zeigen, was wir hier imitieren. Der Haken geht nach oben, damit wir weniger Hänger am Grund haben. Ach, das ist ja eine nice Idee. Sowas ist echt super. Leute, der geht dann so mit dem Haken nach oben. Das ist wirklich eine gute Idee. Und wenn wir nachher noch probieren, große Döbel zu fangen, die lieben sowas. So kleine Käfer, kennt ihr auch vom Spinnfischen. Das ist mir oft mit so Käfer angelt. Ja, Vector, die ist extra für dich. So eine super realistische. Soll, glaube ich, so eine Stinkwanze darstellen. Ich glaube, darauf stehen die Döbel nachher. Ich würde sagen, wir probieren es einfach durch, wenn wir Zeit. Leute, er findet sich nicht mehr zurecht in seiner Buchse. Normalerweise ist da alles auf einem Haufen zum Knoll zusammengewürnt. Und da weiß er natürlich genau, wo das ist. Aber jetzt, wenn es so aufgeräumt ist, weiß er nichts mehr. Und ich habe mich jetzt hier für diese kleine Goldkopfnymphe entschieden. Die hat ein bisschen Reiz, aber auch ein bisschen natürlichen Aspekt. Und ich denke, damit können wir jetzt mal probieren. Soll wirklich nicht reingehen? Ich würde es erstmal nicht probieren. Nachher können wir es ja immer noch machen. Das ist wie wenn man zu viel Salz am Anfang reinmacht. Jetzt immer noch nachgeben. Colin, was sagst du zu Victors Wurffähigkeiten? Es ist nicht einfach hier. Aber es gibt auch schwerere Stellen. Ich bin ja nicht so ein versierter Fliegenfischer wie jetzt die das nur machen. Ich brauche erstmal diesen, weißt du, man muss in so einen Drive reinkommen. Einfach in so einem Flow. Wenn du erstmal drin bist wieder, wenn du weißt, okay, so eine neue Route, muss gucken, wie schwingt die. Und das Krasse ist, Leute wirklich, die stehen vor uns. So 5 Meter, sagen wir mal vielleicht 6 Meter, gucken da lang. Und eigentlich denkt man, das ist ja so easy. Ne? Aber man muss es genau vor deren Mund lang treiben lassen. Colin hat schon wieder eine Fliege abgerissen. Nein. Was ist denn los mit dir? Hängt noch? Hänger im Schuh. Doch nicht abgerissen. Hat auch mal Glück gehabt. Wie ist es eigentlich so zuzugucken und selber nicht zu angeln als Guide? I'm used to it. Ja? Ja. Aber innerlich denkst du doch, oh Gott. Oder? Nein, nein, ich freue mich mindestens genauso, wenn wir das nicht verschwinden. Das ist krass, Leute. Seht ihr diese Barbe da vor mir? Und die frisst sogar noch so eine Scheiße. Und wir haben ein Trockending drauf gerade. Ah, jetzt ist sie weg. Ja. Okay, Leute, also funktioniert schon mal, Fische sind da. Ein schöner kleiner Döbel. Okay, Victor. Ja. Nexa. Okay, Victor, wir sind entschneidert. Das heißt, du kriegst jetzt wieder eine Nymphe drauf. Weil Barben fressen zu 99,99999% unter der Wasseroberfläche. Und probierst jetzt eine Barbe zu fangen. Ich würde mir die Route nehmen, was anderes drauf machen. Und dann gucken wir mal, auf was sie stehen, oder? Richtig. Danke. Das Gute, ohne Widerhaken, kann man die kleinen immer zurücksetzen. Muss. Boah, Colin hat einen guten. Was war das? War das die Forelle? Da macht der Junge einen Wurf, wa? Und fängt nee, direkt. War der zweite Wurf? Bin ich ehrlich. Dann bin ich ja beruhigt. Guck mal, wie sich die Route biegt. Kescher? Ja, haben wir sogar dabei. Okay, Leute. Das ist der erste etwas größere Döbel, überhaupt noch nicht Endstufe, aber macht uns schon Spaß und ist echt ein super Fisch zum Fischen mit kleinen Crankbaits und Hardbaits, also der super Top-Water-Fisch. Ich würde sagen, Rapfen ist sogar noch ein bisschen spaßiger und größer, aber Döbel macht auch gut Spaß. Mit diesen Imitaten, mit so richtig Gummibeinen dran, da gibt es auch viel härtere Bisse als mit Trockenfliege. Ich mag sie. Jetzt holen wir uns die große Barbe.
Ja, aber erstmal muss man den abknüppeln und ermorden hier in Bayern. Den Fisch haben wir. Das Schöne ist, der ist auch ganz unten gekommen. Also die Barben oben haben gar nichts mitbekommen. Wir haben uns jetzt beide eine Nymphe drauf gemacht. Wenn es jetzt beide, ich würde sagen, noch auf die Barben probieren. Wir machen jetzt immer so 5 Würfe und gehen dann einen Schritt näher zu denen. Ist immer deutlich einfacher, wenn man nah dran ist. Aber die Fische können auch spooken. Deswegen machen wir es langsam. Und sagen, probieren das hier jetzt noch 5 bis 10 Minuten und dann geht's zum nächsten Spot, oder? Ja. Leute, es ist doch eine krassere Challenge als erwartet. Trotz der Vielzahl an Fischen, die man sieht, sie wollen irgendwie nicht beißen. Könnte es an den 35 Grad Wassertemperatur liegen? Kommen wir an einen von den 3 besten Spots im Bach. Okay. Einer funktioniert. Es ist wie so ein Hechtspot. Der ist manchmal mega geil, manchmal mega scheiße. Müssen da sein. Alright. Okay, Leute. Wir kommen jetzt zu einem der 3 besten Spots in Bayern zum Barmangeln. So kann man sagen. Wenn er funktioniert, ist er da. Es gibt einen riesen Barmschwamm, die stehen immer zusammen, sind wirklich so 200 Tiere, was dann mega geil ist mit Futterneid und wenn der Boden einfach voll ist, dann fängt man. Man muss halt dastehen. Das ist jetzt eine sehr gute Chance, nach 6 Jahren wieder mal eine Nymphenbarbe zu fangen. Es scheint wie immer schwieriger zu sein als erwartet. Ich dachte, ich habe die gesehen und dachte, okay, alles klar. Machst du 3-4 Würfe, Nymphe genau vorm Maul vorbei, hast du eine. Aber war nicht so. Colin versucht mit der Hand eine Forelle zu fangen. Warte. Ja, gleich. Hast du sie? Ja. Nee. Nein. Alter. Dein Ernst? Ich hab's gesehen. Warum hast du ihn nicht rausgeholt? Ja. Junge, ich hab gesehen, ich dachte, warum, was hat er denn in der Hand? Hast du sie jetzt so und warum holst du ihn nicht raus? War sehr schön und sehr angenehm, muss ich sagen. Ich liebe dieses Wet Wading im Sommer bei 35 Grad. Das ist einfach geil. Guck mal, ist das gut so jetzt? Das machen wir noch ein bisschen System-Update und dann ist es gut. Wir stehen jetzt hier auf so einer richtig schönen Steinpackung. Sieht aus wie so eine Zanderbuhne eigentlich. Und hinter der Buhne ist es deutlich tiefer, also eine der tiefsten Stellen, da ist dann auch noch kälteres Wasser. Deswegen halten sich die Barben hier gerade auf. Und ich habe gerade diesen riesen Schwamm gesehen. Wir ziehen hier rauf und runter. Und wenn wir ihn treffen, dann ist es sehr, sehr machbar. Das sollten wir probieren. Das können wir die Zuschauer fragen. Apple oder Windows? Ich sag nur, ich war gerade mit jemandem im Urlaub. Der hat auch einen Samsung. Das ist ins Wasser gefallen. Eine Sekunde drin, kaputt. Mein Handy, eine Woche im kalten Wasser, unter Wasser. Hol es hoch, das geht von alleine an, entsperrt sich mit meinem Face-ID und ich kann sofort weitermachen. Was sagst du jetzt? Der normale Mensch lässt sein Handy nicht eine Woche im Wasser, würde ich mal sagen. Ich möchte sagen, es ist keine Werbung. Ich finde weder Apple, noch Samsung, noch andere Sachen gut. Er hat eine. Er hat eine Barbe. Colin hat eine. Boah, eine gute auch sogar. Boah, Alter, eine Maschine. Das sind ja Maschinen, die hier stehen. Das ist die erste richtig krasse, geile Barbe. Wenn die abgeht, boah, das ist eine gute, eine richtig schöne. Guck mal, wo die anderen stehen, da unten. Das ist ja, eine 70er. Das ist diese ordentliche, richtig fette. Wenn du die verlierst, kannst du gleich hinterher springen. Ha! Da ist die erste! Colin, du alte Schlange! Victor! Das ist doch wirklich der schönste Süßwasserfisch, oder? Ja. Wow. Guckt euch mal bitte an. Wie geil der aussieht. Wie ein Torpedo. Und ich muss sagen, der hat schon ordentlich Spaß gemacht, aber hast ja gesehen, was hier noch drin ist, ne? Ja. Dass er gerade durch den Schwamm geschossen ist. Sehr geil, jetzt haben wir was zu essen! Victor! Mein erster Barmburger wartet auf mich. Leute, schreibt mal in die Kommentare, es sind die geilsten Friedfische, die man hier in Deutschland fangen kann. Ohne Spaß. Und vor allen Dingen im Sommer, Leute, wenn richtig heiße Temperaturen sind, die Forellen, denen geht es dann immer nicht so gut. Und das, so eine Zyprinide, den juckt es nicht und deswegen geiler Sportfisch. Ja. Alter, wow! Mhm.
Es ist so spannend, Leute. Alter, direkt jetzt muss ich aufpassen. Alter, die Große ist direkt bei meinem Köder. Also es ist nur wirklich eine krasse Challenge, weil immer wenn die vor mir sind und ich sozusagen denke, und jetzt mache ich den perfekten Wurf. Und genau wenn ich abgeworfen habe, kommt eine fette Böe und schleudert alles wieder. Und dann klatscht das Ding irgendwo rein, die sind wieder weg. Weil die kommen nur so alle drei Minuten, kommen die hier vorbeigezogen, bleiben kurz stehen, chillen, fressen ein bisschen und hauen direkt wieder ab. Man hat so ein Fenster von 10 Sekunden. Das ist zwar mega spannend, aber setzt einen auch innerlich komplett unter Druck. Okay, also Victor hat es schon ganz gut gesagt. Der Schwarm ist sehr, ich würde es hibbelig ausdrücken. Also die Fische ziehen sehr stark rum. Normal sind sie mehr auf einem Platz, dann kann man sie in Ruhe anfischen, ist einfacher. Jetzt grasen sie wirklich ein bisschen so wie leichte aufgeschreckte Hühner. Und wir haben eben ein kürzeres Fenster und müssen da probieren, Erfolg zu haben, Victor. Ja, hier sind wieder welche. Boah, ist die fett, Alter. Ja? Hat sie genommen? Ja, nur kurz geguckt. Ja, gibt's doch nicht, sag mal. Guck mal dahin. Wir wollten jetzt den Spot wechseln, haben wieder mal beim Spotwechsel einen geilen Fisch gesehen, mehrere. Da hinten schwimmt ein Karpfen, der ist zu weit weg aus der Reichweite, aber direkt hier durch eine riesige Forelle drunter. Ne? Nymphe platzieren und dann unter dem Ast rauszerren oder durch den Ast durch, festhalten, der andere nimmt sie mit der Hand raus. Ungefähr so, genau nicht. Oder noch geiler, du kommst von hinten mit dem Kescher und dann haut sie nach hinten ab, da hast du direkt einen Kescher drin. Der Druck steigt, Leute, weil der Boss und der Schatzmeister höchstpersönlich zugucken und Applaus klatschen. Ja, jetzt schauen wir mal. Colin macht ja immer tolle Sprüche, aber ob das wirklich wahr wird, schauen wir mal. Bin ich gespannt. Aber ist die noch da? Ich kann die leider nicht sehen. Siehst du sie? Ja, dunkel. Echt? Ich kann ja die fahren. Der da genau vor uns hat gefressen, genau vor uns. In dem Moment, nach einem Wurf, die Spitzen verdreht sich. Könnte ausrasten, wirklich. Wieder so eine Scheiße, oder Colin? Hast du auch gesehen? Das ist jetzt so oft passiert, das hat nichts mit Pech zu tun, weißt du? Das ist doch wohl Pech. Du bist der Wurf hätte doch perfekt einfach nur vor seinem Maul gehen können und in dem Moment wieder. Der schaut deine Richtung. Der schaut Köder-Richtung. Der schaut wieder zurück. Der ist weg. Er ist abgehauen. Er ist nach da gesprungen. Wir sind ganz schön weit gelaufen, haben jetzt keine einzige Barbe mehr gesehen. Deswegen werden wir diesen fetten Dürbel, den Maschinendürbel unten, den mal anschmeißen. Du musst weiterwerfen, als du denkst, weil die Böschung da wird sich so krümmen. Verstehst du? Der wurde gespuckt, der ist nicht mehr da. Ey, krass aus, wirklich. Ganz ehrlich. Hier, nimm deine blöde Rute. Zack, das war's. Ich angel nicht mehr. Hast du das gerade mitbekommen? Döbel steht da perfekt da. Was passiert? Okay, nein, wir brauchen einen anderen Köder. No offense, alles gut, verstehe ich. Was passiert in der Zeit, wo der andere Köder rankommt? Da kommt ein Baum vorbei, da hinten kommt ein Boot. Hier kommen Leute hinter uns vorbei, mit dem Hund auch noch. Jetzt ist alles vorbei, du bist weg. Also mittlerweile über 10 Fische. Beide gleich. Ja, der rechts ist auch gut. Aber du machst den da. Guck mal, er hat jetzt schon Bock. Lame. Ja, vorbereiten. Ja, vorbereitet. Zupfen. Und? Ja, jetzt warten. Er kommt der Kleine oder was? An Anhaut. Colin Kescher an. Du heißt nicht umsonst Colin Kescher. Danke, lieber Colin. Ob wir den da rauskriegen? Ich glaube ja. Ole, 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 ole. Leute, guckt euch diesen wunderschönen, riesigen Döbel an. Habt ihr schon mal so einen großen Döbel gesehen? Victor, das hast du gut gemacht. Ich bezweifle es wohl. Okay. Messer und Priestreiche waren mir.
Du hast mir einen Fisch gesagt, den ich anwerfen sollte. Ich habe mir einen Fisch gezeigt, den ich anwerfen wollte. Und wir hatten genommen. Keiner von beiden. Da gab ich noch einen Dritter und der hat den genommen. So ein Fisch, der beruhigt auf jeden Fall. Aber trotzdem, wir dürfen jetzt nicht das Ziel aus dem Augen verlieren. Leute, hier ist Fischpuff angesagt. Zwei Barm. Also zwei ist natürlich relativ wenig, aber besser als nichts, würde ich sagen. Ist das der letzte Barmspot jetzt hier? Nein, wir sind unbegrenzt. Nee, jetzt mal ohne Spaß. Kommen noch welche? Ja, kommen noch was. Komm, oh Gott, ich habe schon Angst gehabt, dass ich das jetzt... Weil es wäre der nächste Druck gewesen wieder. Wir haben um 9 angefangen, sind jetzt 8 Stunden. Ich habe noch keinen Barmkontakt gehabt. Bin extra nur wegen der Barbie hergefahren. Also... Nicht wegen mir? Deinetwegen, du. Es ist schön. Macht Spaß, aber trotzdem, wenn man sich so ein Ziel vorgenommen hat, wisst ihr, dann will man das auch besser erreichen. Hier sind jetzt 1000 Fische, aber auch zwei Barben. Und ich werde jetzt genau die Barbe anschmeißen. Kann dieser Hund aufhören zu bellen? Mach's doch aus. Alter. Die waren zickig, Victor. Ja. Magst du mir Kevin helfen? Ja, selbstverständlich. Junge. Lass sie nicht ins Holz, Victor. Oh. Diese Torpedo, dadurch, dass sie so einen dreieckigen Körper haben, können die sich einfach in die Strömung an Grund stellen und dann kann ich dir nichts machen. Das ist nicht wie so eine kleine Forelle. Leute, das ist ein riesen Monsterfisch. Und zack, da ist er. Oh, Leute, der Arm. Krankes Teil, ey. Okay, stark, Colin. Danke, Victor. Richtige Maschine. Ordentliche, krasse Maschine. Aber eine schwere Geburt. Aber manchmal muss man eben auch ausdauernd sein, obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte. Victor hat mich gezwungen und es hat anscheinend was gebracht. Wow, Leute. Das ist mal eine Barbe. Was schätzt du die? Was ich die schätze? So über 70. Nee, Ende 60. 69. Colin! Mann, ey. Kein Spaß. Ich kriege einen Hals, wenn vor dir so 20 Barben rumschwimmen und du sie beackerst und du fängst sie einfach nicht. Und dann wird bis auf Teufel komm rauf, bis die Sonne den Horizont erreicht hat, wird auf Barbe geangelt. Punkt. Leute. Ja. Hallo. Wir müssen los. Es ist schon 20 Uhr. Zeit ist vorbei. Hallo. Ganz gleich andere Ski. Wir sind die letzte Chance. Ja. Warte. Warte. Ey, es kann nicht wahr sein, wirklich. Kann nicht wahr sein. Das war's. Wir springen jetzt da vorne rein und fahren los. Hätten wir gleich machen sollen. Wir haben keine Zeit mehr. So ein Unfug, komm. Mach ein gescheites Fazit vom Tag. Ich muss sagen, der Tag war beschissen. Nein, Spaß, der war nicht beschissen. Colin, ich danke dir fürs Guiding, du hast dir wirklich Mühe gegeben. Es war wirklich sehr schwer. Ich weiß nicht warum, aber es war so. Wir haben viele Barben gesehen, sehr viele. Colin hat sogar zwei gefangen. Hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Nein, Spaß, habe ich natürlich zugetraut. So, es ist, wie es ist, wa? Man kann nichts machen. Aber hast du schon mal an einem Tag so viele Barben gesehen? Einen einzigen Tag, und zwar damals, vor 6 Jahren, als ich auch 3 gefangen habe. Du musst nochmal kommen, wenn es 10 Grad kälter ist. Meinst du, daran lag's? Buchst du nochmal ein Guiding hier. Das kann man nicht. Ach, kann man hier ein Guiding buchen? Kann man hier buchen. Hm.
weiß nicht, ob ich das machen würde. Spaß. Okay, Leute, da stehen schon wieder welche. Und die kommen und gehen. Und die sind so, also ich hasse sie einfach. Mittlerweile will ich gar keine mehr fangen. Ich hasse sie einfach nur. So, tschüss. Tschüss.